Halli, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon in Blau. Ja, wir haben im letzten Part das Monster Zapdos besiegt. Was haben wir heute vor? Wir sollen zum Berg der Vorzeit gehen, was wir auch machen werden. Denn da hinten müssen wir auf jeden Fall. Guten Morgen. Ich habe mich gestern mal ein wenig umgehört. Der Berg der Vorzeit liegt in der Riesenschlucht. Auf geht's. Gehen wir zur Riesenschlucht. Huch, worauf wartest du? Hör mal, Shiggy. Was? Was meinst du damit? Warum bemühst du dich so? Warum? Wieso fragst du mich das? Du tust es für einen anderen, du tust es nicht für dich. Du tust es für einen anderen. Für jemand anderen? Das ist aber eine kühle Aussage. Sind du und ich? Sind wir beide denn nicht Freunde? Ich will mein Bestes geben, weil ich es für dich tue, Hitachi. So ist das. Aber egal, lass uns einfach alles tun, was in unserer Macht steht, wie immer. Ja, wir sollen auf jeden Fall zur Riesenschlucht gehen. Bevor wir das machen, gehe ich nochmal auf den Pokémon-Platz. Haben wir noch Platz im Item-Inventar? Ja, wir haben genug Platz. Schauen mal, was bei den Gekleons abgeht. Ey, was geht ab? Rosäpfel. Oh man, gönnen wir uns gleich mal zwei. Und ich sehe gerade, wir haben extrem viel Kohle gemacht. Schauen bei deinem Bruder mal vorbei. Ein Fleo. Sehr gut. Ob ich mir Durchbruch holen werde? Schwierig. Eher weniger. Geld haben wir so oder so kaum noch. Ja gut. Wir sind reich mit 2300. Ey, wir lagern es aber erstmal, denn falls wir es nicht schaffen sollten, jetzt was unwahrscheinlich ist, Zato zu kommen. Wir sollten das schaffen. Aber jedes lagerndes Geld, ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Natürlich könnten wir das Dojo noch beenden. Also das Wasser, wir können nochmal gucken, ob wir doch eventuell noch ein Dojo machen könnten. Dann wird aber der Part extrem lange werden. Okay. Wir lassen den Wasser-Dojo erstmal aus. Ich würde noch Glumanda ein bisschen noch leveln wollen. Gehen zur Riesenschlucht. Zatu. Ja. Dies ist die Riesenschlucht. Der Gipfel wird Berg der Vorzeit genannt. Simsala sagt, dass der Zugang zum Berg der Vorzeit auf E13 liegt. Dort werden wir Zatu finden. Hitachi, lass uns unser Bestes geben. Ja, auf Ebene 13. Und der Dungeon ist nicht mal klein, muss ich ganz ehrlich dazu sein. Er ist schon ein bisschen größer als die anderen Dungeons. Ja, so sieht es aus, falls wir jetzt das Pokémon besiegt haben sollten. Also wir verschwenden also jetzt noch eine zusätzliche Attacke mit der Metallklaue. Ich hätte das auf dem Pokémon Platz jetzt wieder umändern können, ja, delinken können.
Aber ich lasse es mal. Falls die Pokémon jetzt nicht mit dem zweiten Hit drauf gehen sollten, kann ich immer noch mit dem dritten Hit zu besiegen. So, das Geld nehmen wir auf jeden Fall mit. Geld brauchen wir am Ende wirklich riesen viel, wollte ich gerade sagen. Sehr viel. Confi! Cool. Confi ist ein Pokémon, was ich damals nicht so richtig verstanden habe. Ja. I, verschwinde. Aber wir sind mit immer zwei Hits auf jeden Fall noch derzeit gut dran. Die Floor, ja. Bis jetzt Aromakur eingesetzt hat. Chigi erreicht Level 16, wie schon gesagt. Chigi entwickelt sich leider jetzt noch nicht. Erst später, viel, viel, viel später, wenn wir die Hauptstory beendet haben. Einmal Giflor. Gott sei Dank verschwindet das Geld nicht, wenn wir noch eine Attacke auf die Items einsetzen. Wäre natürlich Beschiss. Das wäre mega Beschiss. Kraftband. Wollen wir. Ah, Kraftband. Nee, komm. Wegen den Kraftband zu suchen, dann drauf zu gehen. Nee, wir lassen es. Wie schon gesagt, im letzten Part habe ich ja gesagt, Kraftband gibt uns nur 500 Pokégeld. Es ist nicht viel. So, Natuska braucht jetzt schon drei Hits, ja? Anstatt wie jedes andere Pokémon nur zwei Hits. Sieb-Samen brauche ich natürlich nicht. Kapels braucht wieder nur zwei Hits. Ja, und jetzt steht dort unten das Gelbe. Kann ich nochmal Text? Ja, Text. Die Link-Attacken haben kaum noch AP, noch zwei Einsätze und werden gelöst. Ja. Das steht immer da, falls die AP sehr niedrig sein sollten. Ab 2 KP, 2 KP sage ich schon, 2 AP passiert das immer. Wir könnten entweder das jetzt lösen oder einen Top-Elixier trinken, was ich jetzt auch mal tun werde. Gerade für die Riesenschlucht noch. Die Riesenschlucht ist, ja, wie ihr bei Notuska gesehen habt, 3 Hits, das ist schon heftig. Die Pokémon werden auch nicht schwächer. Werden natürlich stärker. Ob die nun gleich stark sind wie wir, bezweifle ich. Man kann schon hier overleveln, muss ich ganz ehrlich dazu sein. Gerade Richtung Endstory, also die zweite Story nach der Hauptstory, sind wir auf jeden Fall richtig overlevelt dann, falls wir dann die ganzen anderen Pokémon noch rekrutieren sollten. Es gibt hier und da einen kleinen Trick, ja, wie man spezielle Pokémon bekommen sollte. Wir erreichen auf jeden Fall Level 15. Lernen wir mal eine neue Attacke? Nein. Top-Elixier, das, was wir gerade verbraucht haben, haben wir wieder gefunden. Skaravon ist eins meiner Lieblings-Pokémon gewesen damals. Wo gerade Gold, Kristall und die silberne Edition rausgekommen sind. Ich weiß gerade nicht, ob die Kristall-Edition ein Jahr später erst rausgekommen ist oder ob die wirklich parallel wirklich rausgekommen sind. Da müsste ich mal googeln. Ich glaube, Hundemon hat Feuerfänger, beziehungsweise ist nicht sehr effektiv, beziehungsweise boostet es Hundus. Müsste ich ausprobieren. Boostet es? Nö, macht überhaupt nichts.
Na dann, Shiggy, mach du mal. Tja. Gibt's hier noch Items? Nee. Ja. Silberne Edition und goldene Edition hab ich mehrmals schon fast durchgespielt. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen. Habe ich wenig gespielt. Ich habe eher mehr die gelbe gespielt. Die rote und die blaue Edition. Wieder mal fast verreckt. Aber diesmal nicht durch Shiggy. Noch 8 AP. Hat unser Magen gerade geknurrt oder? Ja. Magen hat geknurrt. Müsste mal langsam einen Apfel essen. Wir auch jetzt machen werden. Top Elixier. Ich brauch Top Elixier. Bei bitte ein Tauros. Hat ein Top Elixier aufgehoben hat. Bitte, bitte. Hat er dieses Tauros? Ja, booste dich. Nee. Schade. Komm, es ist nur ein Hundemann, was dir 4 KP abzieht. Also gegen Feuer-Pokémon und Wasser-Pokémon dabei zu haben, ist auf jeden Fall top. Ist das das Tauros, was ich brauche? Ja, es ist das Tauros. Sehr schön. Du musst auch Aquaknarre treffen. Diggi, treff! Danke. Ebene 13, da sind wir. Jawohl, wir haben es bis ganz nach oben geschafft, Dachi. Dies ist also der Berg der Vorzeit. Sieh mal, dort drüben. Hitachi? Ist das dort drüben Xatu? Entschuldige, bist du vielleicht Xatu? Hallo? Vielleicht ist er schwerhörig? Hallo? Hallo? Keine Antwort. Was nun? Es ist zwecklos. Er reagiert kein bisschen. Vielleicht ist es. Vielleicht ist er ja im Stehen eingeschlafen. Was machen wir denn jetzt, Hitachi? Kitzeln wir ihn lieber oder greifen wir ihn an? Ich denke mal, wir kitzeln ihn. Vielleicht wacht er ja dadurch auf. Ihn kitzeln? Von mir aus? Ich versuch's. Kitzel, kitzel. Yaps. Es hat keinen Sinn, Hitachi. Er reagiert überhaupt nicht. Hätten wir also doch angreifen sollen. Hä? Ja, komisches Lachen. Na endlich hat er angefangen zu lachen. Vielleicht hat er nur eine lange Leitung. Eine lange Leitung. Da stand ich wohl auf eine lange Leitung. Werdet Zeuge. Der Kreislauf der Sonne. Fürwahr, ich bin Xatu.
Ihr habt meine wahre Identität erkannt. Ihr seid nicht gewöhnlich. Identität erkannt? Nun, das ist etwas übertrieben. Nein, ich weiß es. Du da, du bist kein gewöhnliches Pokémon. Du bist ein Mensch, nicht wahr? Oh, woran hast du das erkannt? Jeden Tag schaue ich mit starrem Blick in den Himmel. Ich habe die Gabe, alles zu erkennen. Ich sehe die Vergangenheit und auch die Zukunft. Dann musst du es uns sagen, Xatu. Gujachi und ich sind Freunde. Gujachi ist eines Morgens aufgewacht und war ein Pokémon. Ohne Erinnerung daran, wie es war, ein Mensch zu sein. Xatu, du kannst uns etwas dazu sagen, nicht wahr? Du weißt doch etwas. Die Naturkatastrophe. Katastrophen. In letzter Zeit gab es deren viele. Sehr viele? Ja. Sie passieren, weil das Gleichgewicht der Welt ins Ungleichgewicht geraten ist. Du bist zu einem Pokémon geworden. Dies hängt untrennbar mit dem Ungleichgewicht zusammen. Warte, die Verwandlung von Gujachi in ein Pokémon und die Naturkatastrophen hängen zusammen? Wie meinst du das? Was hat Gujachi mit den Katastrophen, die wir erlebt haben, zu tun? Was? Jetzt rede schon. Wieso bist du auf einmal so schweigsam? Erklär es uns doch bitte. Wir müssen uns auf wichtige Dinge konzentrieren. Ich befürchte, das Gleichgewicht der Welt ist... Welt? Ja, das Gleichgewicht der Welt, es muss wiederhergestellt werden. Oder das Undenkbare wird unserer Welt heimgeschehen. Heimgeschehen? Aber was sagst du da? Die Welt? Das Undenkbare wird passieren? Jeden Tag sehe ich es. Jeden Tag sehe ich dasselbe Zukunft. Ich fürchte sie. Xatu? Ich fürchte sie. Die Zerstörung der Welt. Zerstörung der Welt? Oh oh, Gengar. Oh nein. Wer hätte das gedacht? Gujachi ist ein Mensch? Das könnte vielleicht nützlich sein. Sehr interessant. Ja. Das könnte sehr interessant sein. Am nächsten Morgen. Ich habe Angst. Ich habe große Angst. Was hat Gengar mit uns vor? Ah, schwierig, schwierig. Ich will jetzt nicht jeden spoilern, gerade die dieses Spiel noch nicht kennen. Ja? Deswegen werde ich nichts dazu sagen. Aber es ist spannend. Was wird Gengar tun? Das werden wir im nächsten Part auf jeden Fall sehen. Denn es wird wieder mal Zeit, hier aufzuhören. Ich hätte jetzt noch, sag ich mal, noch 5 Minuten, aber es wird auf jeden Fall ein langes Gerede geben, kann ich jetzt schon sagen. Deswegen werde ich... Cool. Ah, nee. Komm, wir machen mal weiter. Jetzt ist schon aufzuhören? 120 Minuten? Nee, komm. Guten Morgen. Heute strengen wir uns auch wieder an. Aber ich muss dich vorher etwas fragen. Weißt du noch, was Xatu gestern gesagt hat? Bereitet dir das Kopfzerbrechen? Ja. Yeah. Das dachte ich mir. Ich dachte mir, dass es dir Kopfzerbrechen bereitet, Gujachi. Er erwähnte eine Verbindung
zwischen dem Ungleichgewicht der Welt und deiner Verwandlung in einen Pokémon. Und wie dieses Ungleichgewicht für die Naturkatastrophen verantwortlich ist. Und das Schlimmste ist, dass unsere Welt zerstört wird, wenn das Gleichgewicht nicht wiederhergestellt wird. Ich möchte etwas tun, aber die Sache ist mir zu hoch. Ich verstehe es einfach nicht. Erklär es mir. Das Gleichgewicht der Welt? Was ist das? Itachi, weißt du das? Was das Gleichgewicht der Welt ist? Na klar. Oh, echt? Itachi, du weißt das? Dann sag doch mal, was ist das Gleichgewicht der Welt? Das Weltall. Das All? Da, wo die Sterne und der Mond sind? Meinst du dieses All? Also jetzt bin ich noch verwirrter. Das Gleichgewicht der Welt befindet sich also im All? Sieh nach, geh hin. Hä? Ich soll ins All gehen? Wie sollen wir das denn machen? Mit viel Mut oder hinfliegen? Die Antworten sind relativ lustig. Wir fliegen mal dort ganz schnell hin, wenn ich ein Glurak bin, ja? Oder wir mit viel Mut. Komm, wir machen mit viel Mut. Mit viel Mut. Was meinst du denn damit? Wenn es nur daran liegen würde, würden wir jetzt nicht darüber reden. Du weißt also auch nichts darüber, Yudachi. Ich habe auch keine Ahnung, was mit dem Gleichgewicht der Welt gemeint ist oder was es ist. Ehrlich, ich weiß nicht, was wir tun sollen. Ich denke, wir müssen tun, was wir können, aber eines nach dem anderen. Ja, wir könnten jetzt mal schauen. Jüngste Naturkatastrophen. Diesen. Und Untersuchungen zur Häufung gefährlicher Naturkatastrophen begonnen. Pokémon in den betroffenen Gebieten greifen Außenstehende ohne Warnung an. Manche halten eine mysteriöse Macht für verantwortlich. Eine Quelle beschuldigt Dicta der Erdbeben, doch das Untersuchungsteam bleibt skeptisch. Okay. Einstellungen. Drück B, um das Menü zu öffnen. Wähle anders ein. Was? Drücke B, um das Menü zu öffnen. Wähle anderes und Einstellungen. Du kannst die Einstellung ganz nach beliebigen verändern. Haben wir ja im ersten Part ja schon gemacht. Was haben wir denn hier? Bildklamm. Eskortieren ist so eine Herausforderung. Ich würde sagen, wir nehmen es mal an, aber wir löschen die instant. Ja, wir löschen die. Denn die bringen überhaupt nichts. Wir wollen ja weiterkommen. Dann gehen wir mal auf den Pokémon-Platz. Hallöchen! Willkommen im Gekleon-Laden. Ja, ich wollte kaufen und nicht auf B drücken. Das passiert mir anständig jedes Mal, also andauernd. Wir kaufen erstmal den Belebersamen. Den Elixier. Hä? Wovon reden die da? Ja, ich bin schockiert. Ich dachte immer, das sei nur eine Legende. Aber kann sie wahr sein? Das ist ja kaum zu glauben. Hey, klärt uns mal einer auf? Nun, ihr kennt doch die Vulnona-Legende.
diese alte Geschichte. Nein. Bin nicht. Die Legende von Winona. Was ist das für eine Legende? Was, ihr kennt sie nicht? Das ist doch das alte Märchen. Dass man verflucht wird, wenn man einen von Volnunas Schweifen berührt. Man hat immer gedacht, dass das nur eine Legende wäre. Aber in letzter Zeit munkelt man, dass da doch was daran dran sein könnte. Nun ja, es ist immer noch nur eine ein Gerücht. Ich an eurer Stelle würde darauf nicht viel geben. Ich persönlich halte ja gar nichts von solchen Gerüchten. Wenn ihr mehr über die Winona-Legende erfahren wollt, solltet ihr das Pokémon-Namen Welzer besuchen. Er kennt die Geschichte gut. Welzer ist, ihr wisst, schon in seinem Teich. Dort oben waren wir noch nicht mal. Sucht ihn, wenn ihr mehr wissen wollt. Okay, das werden wir auf jeden Fall im nächsten Part machen. Ich schlage aber noch ein paar Items ab. Also, das ist jetzt schon extrem lange gewesen, das Gespräch. Und Chicky und Commander. Ich will nichts nehmen, ich will lagern. Wir haben plus Siebsamen, was wir lagern können. Georg, Brock. Wir haben 2, 3, 4, 5. Können wir 2 Belebersamen nochmal lagern. Und Top Elixier haben wir auch nochmal 6. Können wir auch nochmal 2 einlagern. Damit haben wir genug Platz. Falls wir doch im nächsten Part nochmal ein paar Items sammeln sollten. Aber bevor wir zum Wälzer gehen, werde ich jetzt hier speichern. Obwohl, nö. Einfach hier Schluss machen. Und den Part hier beenden. Bevor wir zum Wälzer gehen, werde ich hier einfach mal Schluss machen. Ja. Und würde damit sagen, haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.